Willkommen zurück hier in einer neuen Folge von Super Mario World 2 oder Yoshi's Island, auch besser bekannt. Ihr seht, wir sind in Welt 5 und starten mit Feld 5.1. Mal sehen, was uns dort erwartet. Blizzard. Da bin ich ja mal gespannt. Blizzard, ja. Oh Gott, was bist du denn für einer? Oh Gott, oh Gott. Ja, bist du der übermächtige Gott Lucky Too oder was? Ja, ich nehme auch die blöden Witze über dich zurück und über deine Leute, Mensch. Hör auf, mit diesen Bällen zu schmeißen. Lucky Too, nein. Hilfe. Ja, mein, was bist du für einer? Hey, bist du der Spikey? Bist du ein frühere Version von Spikey? Scheint ja wohl so, ne? Also gab's Spikey doch schon vorher. Richtig gut. Also ich glaube, wir müssen ganz nach oben. Hier kommt nicht nochmal so ein komischer Lucky Too. Oder ist einer gerade damit? Durch einen Felsen wirft? Nee, ich glaube nicht, dass es so einen Lucky Too gibt, der solche Felsen wirft. Oder doch? Wirst du deinen Felsen? Nein, du wirst diese Teile. Okay, ich glaube nicht, dass ich da lang muss, sondern... Ja, blöder Lucky Too. Was hast du nun davon, dass du so einen hässlichen Gott hast? Oh, die Pinguine. Ja, schützt die Pinguine. Okay, das war jetzt nicht mit Absicht. Spürt die Macht der Eismelone. Guckt euch mal diese Scheigeister unten im Eis an. Ist das nicht geil? Also ich finde das geil. So, mal gucken, wo wir hin müssen. Ich denke mal dahin. Jedenfalls sieht das auch ganz stark danach aus, weil da so ein Ring ist. Wahrscheinlich brauchen wir das, um überhaupt hier hochspringen können, oder nicht? Du, meine Fresse. Können wir da irgendwas mitmachen? Außer abschießen. Okay, abschießen geht. Oder wir werfen da so einen fetzigen Pinguin dazwischen. Okay. Das klingt so wie beim Curling. Wieso bist du so? Ach, guck mal, alles ist jetzt hier schön schneeweiß. Toll. Was hat mir jetzt das gebracht, dass ich was auf ihn geschossen habe? Wahrscheinlich gar nichts. Ja. Na, alles freut sich, bis auf dieser Kaktus. Oh, jetzt ist er traurig, weil sein Freund weg ist. Oh ne, da ist schon dieser Gott-Lucky-Too. Ja, was hast du jetzt davon? Guck mal, da freut er sich wieder, dass er wieder seinen Kaktusfreund hat. Oh. Ja, Yoshi, du bist echt gemein manchmal. Ne? Du klaust anderen Leuten ihre Freunde, nur weil du selber wahrscheinlich keiner bist. Dämlicher Lucky-Too. Von den Lakitos, dieser Typ da. Die Rache von allen. Also mit dem Schnee ist ja schon echt schwerer, weil man ja nicht so hoch springen kann. Und da ist das Ziel. Gott sei Dank, ey. Bloß weg von diesen Gott-Lakito-Dingern da.
Bonuslevel. Oh, darüber freue ich mich auch immer über diese Bonuslevel. Auch wenn ich sie jedes Mal verkacke, aber trotzdem, es ist einfach nur geil. Vor allem bei dieser Musik, ey. Gucken wir mal, was jetzt uns Tolles erwartet. Flipcards. Nun gut, kommen wir mal. Das? Ach, das ist auch cool. Nein. Toll. Ist das ein Schneemann? Ist da ein Schneemann drauf? Finden wir es raus. Schnell. Ride the Ski Lifts. Dann machen wir doch mal die Skilifte. Wenn wir da schon so nett drum gebeten werden. Dann werden wir doch mal mit den Skilifts fahren. Lass mich da auch mit auf eine Ebene, dann kann ich über dich rüberhüpfen, du dummes Ding. Pinguin! Pinguin, komm her! Wie komme ich da jetzt rüber? Nein, damit auch nicht. Wie komme ich da rüber? Pinguin? Ich weiß es nicht. Nee, anscheinend nicht. Wie kommen wir darüber? Das ist jetzt das große Rätsel. Hab ich irgendwo was übersehen? Hab was übersehen. Na komm, werd größer, werd mächtiger, werd besser, werd gut aussehender. Mächtiger Schneeball. Los geht's. Guck, ganz locker flockig. Ohne ein Problem haben wir das geschafft. Und eine Blume, eine Blume. Können, warum nicht, ne? Wenn wir nicht schon so, sag ich mal, diese Abkürzung nehmen. Aber es sieht schon lustig aus mit den Skilifts. Muss man ja mal lassen. Da kommt da was raus. Bitte kommt aber auch, muss da ein bisschen Ei rauskommen oder so. Das ist schon mal so ein lustiger Skilift. Und was macht der Yoshi? Er springt daneben. Yoshi! Okay, es ist ja zum Glück nicht so weit hinten. Dass wir hier vielleicht nochmal so ein bisschen in diesem kleinen Bogen lang gehen und uns angucken können, was da los ist. Guck mal, er schafft das auch so diesmal. Na, dann lass uns mal mit dem Skilift fahren. Na, guck mal, dein Schneemann. Die kommen einem doch bekannt vor. Guck mal, der guckt uns sogar hinterher. Cool. Ja, zum Glück hast du dir das Leben wieder... Oh! Guck mal, gleich noch einer.
vielleicht hier noch einen Skilift? Da kommt erstmal meiner an. Eieiei, da hast du richtig Glück gehabt, Yoshi. Mehr Glück als Verstand wahrscheinlich. So. Toll, danke, dass du so früh abspringst. Sehr erfreut. So. Dann können wir damit ja wieder zurückfahren. Plopp. Das war aber eben knapp, du, hellblau Yoshi. Ist beinahe verschlafen, ne? Gib's doch zu. Ach, ist das nicht niedlich mit dem Schnee und so? Freue ich mich doch sehr drüber. 50 Punkte, genau die Hälfte. Gucken wir mal, was jetzt kommt. Irgendwas mit Pinguin. Geil. Über Pinguine freue ich mich doch immer. Vorsicht, Eis. Gefährliche Eiskollektion. Kann ich mal aufhören zu pusten? Danke. Guckt euch mal dieses schicke Wasser an, herrlich. Nimm das. Nein. So, dann wollen wir mal ein bisschen Boot fahren hier. Fisch. Ja, Fisch ist gesund. Produziert nur keine Eier. Schnell, bevor einer dieser Pinguine auf die Idee kommt, mal nach unten zu fahren. So, weiter geht's. Diesem Riesenkarussell. Ja, ne? Spielen im Schnee mit Yoshi. Komm, wir nehmen erstmal alles mit, was wir hier kriegen. Nein, das war daneben. Ja, speichern. Speichern finde ich immer gut. Oh, Baby Yoshi. Dim, 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 dim. Die Musik ist auch wieder geil. Ja, lauf. Schnell. So, ich glaube, das brauchen wir hier. Komm, komm, komm. Ist das jetzt nicht wahr, oder? Danke. Nein! Die Hälfte will ich daneben. Na gut, dann gehen wir hier mal rein. Und gucken, was uns dort erwartet. Auf jeden Fall ein Propeller-Level. Geil. Mit fliegenden Pinguine. Ja. Die Leute, die nicht geglaubt haben, Pinguine können fliegen. Jeder, der weiß, Pinguine können fliegen. Wahrscheinlich nur nicht so gut, wie sie wollen. Oder möchten. Bam. Ein paar letzte Münzen mitnehmen. Und. Gucken, wo wir hier rauskommen. Ah, das ist cool, das war vielleicht sogar so eine kleine Mini-Abkürzung. Okay, wir müssen Skilift fahren. Dann fahren wir mal Skilift. Ach, guck mal, wie glücklich dieser Schneemann einfach aussieht, ey. Der nicht. Ich
Norden sind sie doch bestimmt glücklich. Stacheln sind instant tot. Das wollen wir ja nicht. Komm schon. So, ein bisschen. Wir brauchen Nachschub, Nachschub, Nachschub. Gut, 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 gut. Das sollte mir reichen. Schnell wieder festbohren hier, ey. Das Level ist echt lang. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh. Was ist denn wohl da in dieser Hütte los? Gucken wir mal rein. Geil, wir haben Skier drunter. Na dann, los geht's. Yeah! Yoshi mit Skiern, das ist doch unglaublich, was man nicht alles erlebt, ey. Solche Innovationen fehlen einfach in den neuen Spielen, finde ich. Wo man auch mal so ein bisschen Witz und Charme hat. Zum Beispiel ein Yoshi mit Skiern. Und Baby Mario mit Baby mit so einer Weihnachtsmütze, ist auch noch zu geil. Yeah, weiter geht's. Schneller. Oh nein! 600 Meter für fallen in die Tiefe. Verdammt! Natürlich wollen wir das nochmal von vorne versuchen. Komm schon. Einmal rein. Und dann mit Skiern wieder raus. Sieht das nicht geil aus? Herrlich. Und das war der falsche Knopf. Komm. Das war von mir gefällt. Tut mir leid. Ja, tut mir leid, Yoshi. Deswegen, zieh dir deine Skichen an. Die Mütze ist auch schon gepackt. Und los geht's da ins bunte Vergnügen. Och, das war knapp. Aber Profisportler bist du eh nicht. Also das ist jetzt hier nur zu deinem Vergnügen, Yoshi. Ne? Pass auf. Ach, ist das nicht herrlich, so eine kleine Skipiste? Tja, die anderen Yoshi wissen nicht, was ihnen erwartet. Hops. Ich könnte das nicht so auch so 700 Meter Höhe einfach nur mal so runterfallend. Vorsicht. Yoshi, was machst du denn da? Wieder sieht man ja noch, was da eigentlich für ein weiter Weg ist. Ja, nochmal bitte starten. Okay, man kann da nicht so einfach durchlaufen. Hätte man ja auch mal gucken können. Würde einiges einfacher machen, ne? Komm, schnell runter da. Nicht so traurig, Yoshi. Ich weiß, du magst das darum fahren. Du bist der geborene Berg-Yoshi. Und die Skier stehen ja auch sehr gut, finde ich auch. So. Immer schneller. Immer weiter, Yoshi. Hüpf. Jetzt kommt der Part, wo du ja immer gescheiterst. Oh Gott, jetzt kommen ja sogar schon solche Skelettvögel an mit Bomben.
Yoshi, das wird nicht gefallen. Na guck mal, da sind wir ja unten gut angekommen. Herrlich. Herrlich. Oh, aber kein Bonus-App. Schade, Yoshi. Da wärst du doch mit Chia-Mützen so gut ausgesehen. Naja, aber wenn der Part euch gefallen hat oder das Skifahren mit Yoshi, dann lasst einen Daumen hoch da oder ein Abo. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Yoshis 1 und 2. Bis dann.